Kann er die Tür zum Gefrierraum von außen allein öffnen? Bisher nicht. Dachten wir zumindest. Und hat er nicht um Hilfe gerufen? Ach, der Gefrierraum liegt im Keller. Normalerweise kontrolliere ich den auch nach Ladenschluss, aber heute war bei der Abrechnung mal wieder die Hölle los. Und dann kam Ulla angerannt und war ganz aufgelöst. Dominik war weg, als ich in die Wohnung zurückkam. Ja, wissen Sie, meine Frau ist Hebamme, die war zu einer Entbindung. Wir sind sofort los, Dominik suchen. Ja, an die Gefrierkammer habe ich natürlich nicht gedacht. Er war allein zu Hause. Kerstin sollte auf Dominik aufpassen. Aber ich hab das schon gesagt. Ulla hat angerufen. Stimmt ja. Ja, ich wollte wissen, ob alles okay ist. Ich hab Dominik nur ganz kurz allein gelassen. Hey, Moment mal. Da habe ich doch eine grandiose Idee. Ich könnte doch der Arzt sein. Was, du? Natürlich. Ach, da merkt er doch. Ach, wie soll denn der das merken? Erstens kennt er mich nicht. Zweitens habe ich meine Tasche von der Arbeit dabei. Und drittens, also, so ein bisschen daherreden wie ein Doktor, das werde ich da auch noch können. Also, ich weiß nicht, Volker. Ach komm, Dora, in 5 Minuten ist der ganze Zirkus vorbei. Dann zieht ihr euch um und ich fahre euch in der Oper. Die Karten habt ihr doch. Ja, die hat der Fritz in der Tasche. Ja, dann heißt es Fixmacher. Komm, geh rein und meld mich an. Gut, gut, gut. Kann ich die Brille machen? Was? Ja, ja, ja. Komm, wie machen wir das jetzt? Moment. Spritze hat noch nicht angeschlagen. War zu streng zu Dominik. Ich wollte unbedingt, dass er dich und Kerstin akzeptiert. Ich habe auf Kerstin auch einen ziemlichen Druck ausgeübt. Die Platzwunde an Dominiks Stirn neulich. Das war kein Sturz. Die war von Kerstin. Hatten sich die beiden wieder in der Wolle? Sie ist total ausgerastet und hat Dominik mit der Stirn auf die Tischkante gestoßen. Aber da hat er mir gar nichts gesagt. Das musste er mir versprechen. Ich wollte den ewigen Streit zwischen den beiden endlich beenden. Durch einen großen Waffenstillstand. Hab freiwillig. Ich hab Dominik gesagt, wenn er ihn bricht, dann werde ich ein ernstes Wort mit dir reden. Oh, Kerstin. Der habe ich gedroht. Wenn sie Dominik noch einmal ein Haar krümmt, stecke ich sie in ein Heim. Aber das ist doch Wahnsinn. Also, es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Herr Kollege. Meinerseits. Ja, wenn Sie dann jetzt vielleicht doch bitte mal draußen, ich würde gerne mit dem Herrn Fechtner noch einen Moment allein sein, Sie verstehen. Was hab ich denn jetzt? Was ist denn das, ein Lumbago? Lumbago? Ja, also, gerade was Schlimmes ist es nicht. Einerseits. Andererseits müssen Sie sich schonen. Ja, Sie brauchen viel Ruhe, kein Besuch. Ja. Es ist mehr, wie man heute so sagt, psychosomatisch. Gell, Herr Kollege? Naja, das direkt nicht. Nee, nicht direkt, aber indirekt. Na, indirekt ist vieles psychosomatisch, wenn Sie so wollen. Was hab ich dann? Sagen Sie es ihm doch. Nein, 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 bitte, 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 Herr Kollege, das ist Ihre Diagnose. Wenn Sie mich fragen, sehr gewagt, aber nun bringen Sie es dem Herrn Fechtner auch bei. Schonend. Gottes Wille, was hab ich dann? Rheuma. Diese Putzfrauen. Ist da jemand? Was machen Sie denn hier? Ist das Ihre? Bist du von der Polizei? Psst. Hier drin so gut wie, ja. Also? Es hat geregnet. Und? Wir warten hier, dass die Läden aufmachen. Ausgerechnet hier? Es ist eiskalt, das Kind sollte ins Warme. Darauf warten wir ja. Hier, gehen Sie irgendwo einen Kaffee trinken, aber sehen Sie zu, dass Sie von hier verschwinden, okay? Oh, blöder Mist. Dennis! Wieder mal keiner da. Alles muss man hier alleine machen. Dennis! Oh,
Oh nein, ach das... Nina! Dennis! Nina! Habt ihr euch gestritten, du und Dominik? Ich hab dich was gefragt. Nein. Ist sonst was vorgefallen? Sieh Ulla an und antworte. Lass sie doch. Ich weiß, es ist nicht einfach für sie, aber wir müssen uns jetzt alle zusammenraufen. Du auch. Du, ich ja. Aber Dominik habe ich nun mal nicht ab. Was kann ich denn dafür? Du solltest auf ihn aufpassen. Du bist die Ältere. Du bleib hier und mach mal einen Punkt, ja? Es ist alles in Ordnung, Marie. Alles in Ordnung. Ich soll dir schöne Grüße ausrichten von Mama. Aber diese Ärzte, die lassen mich nicht mehr zu dir. Aber du musst doch keine Angst vor mir haben, das weißt du doch. Papa, bitte geh. Ich ruf sonst die Nachtschwester. Was hast du da vorhin gesagt am Telefon über Paulchen? Das denkst du dir doch alles nur aus, oder? Nein, ich hab dich gesehen. Ich war an der Tür, du hast gedacht, ich war im Bad. Das steht alles in diesem verdammten Tagebuch. Ja, du hast Paulchen aus dem Fenster gestoßen. Das sagst du nicht nochmal, du. Und hinterher hast du allen erzählt, du warst auf Arbeit. Und ich hatte Schuld. Das ist doch alles gar nicht wahr. Du zeigst mir jetzt dieses Tagebuch augenblicklich. Natürlich noch ein bisschen. Wenn dir die Länge nicht passt, das wäre unklar. So, das hier oben, das gefällt mir nicht. Kann ich kürzen? Nein. Nicht ganz sicher. Vielleicht probieren Sie doch das andere. Ja, ich probiere mal. Grüß dich. Ich denke, du stehst nicht auf Brünett. Was? Wie kommst du denn jetzt darauf? Du hast ganz schön auf die Kacke. Naja, wenn du dir so ein teures Kleid kaufst, dann kriegst du den gleichen Service. Du weißt, was passiert, wenn du mich mit einer von diesen Tussis betrügst. Oh, doch nicht hier im Geschäft. Oh, das steht Ihnen ausgezeichnet. Ich komme sofort. Früher war dir das egal. Okay, wenn ich will, da hat schon. Ich muss jetzt zurück in die Klinik. Rufen Sie mich bitte sofort an, wenn die neue Kollektion eingetroffen ist. Ich bin schon ganz neugierig. Oh la la. Romeo und Julie. Ich weiß. Aber man muss auch mal verzichten können. Also diesen Monat ist das leider nicht mehr drin. Tut mir leid. Kerstin möchte Ihnen gerne etwas sagen. Dominik und ich, wir haben uns doch gestritten. Er wollte mir weglaufen. Im Treppenhaus habe ich gehört, wie er runtergelaufen ist in den Keller. Er wollte sich dort verstecken, aber ich bin ihm hinterher. Ich habe ihn im Gefrierraum verschwinden sehen. Da habe ich... Ich habe die Tür von außen zugemacht. Du hast was? Sag mal, wolltest du ihn umbringen? Nein! Hast du gewusst, wie gefährlich das für deinen Bruder ist? Ja, wieso hast du nicht einfach Klaus geholt? Ich wollte warten, bis du zurückkommst. Ich habe Angst gehabt, dass Papa es erfährt. Dass Dominik und ich gestritten haben. Wir dürfen doch keinen Streit mehr haben. Du bist jetzt ganz bestimmt wütend auf mich, oder? Nein, bin ich nicht. Komm mal hier. Das sagst du jetzt bloß. Aber nachher schickst du mich doch in ein Heim. Wir müssen alle miteinander reden. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich bin ein Idiot. Dass ich das gesagt habe mit dem Heim. Das ist alles meine Schuld. Es tut mir leid, Kerstin. Stimmt das, was ihr da schreibt? Er sollte doch nur von diesem verdammten Fensterbrett runterkommen. Aber er hat mich ausgelacht. Dann habe ich nach ihm gegriffen und er ist nach hinten weggekippt. Ja, du hast gelogen. Du hast die ganze Zeit gelogen. Du... Hast immer Marie die Schuld gegeben. Ich dachte, dann erledigt sich das alles in kurzer Zeit. Wenn ein Kind mal nicht aufpasst, das kommt doch vor. Du hättest sie beinahe umgebracht. Ich wollte nicht, dass noch mehr kaputt geht. Du hast uns beide krank gemacht. Was hätte noch kaputt gehen sollen? Ich glaube, es ist besser, wenn sie jetzt gehen. Nein, nicht zu mir. Er soll in ein Hotel. Das ist wirklich besser, Herr Wiener.